Hallo zusammen, da bin ich wieder, der Jay, und er spielt mal wieder Planet Coaster Alpha 3 mit einer neuen Folge. Und dieses Mal geht's ans Bauen des Weinberges und an die Verteilung der Shops. Und ja, würde ich sagen, bauen wir doch gleich mal zuerst die Shops. Und jetzt werde ich das Spiel mal pausieren, damit wir das Ganze auch im schönen hellen Licht spielen können. Und ich würde sagen, ich baue hier einen Food Shop hin. Der passt hier schön rein. So, können wir dann auch ein schönes Gebäude drumherum bauen. Den Food Shop. Und hier baue ich zwei Shops hin, nämlich einen Drink Shop. So, den Drink Shop und den Hutladen. So, dann haben wir jetzt nämlich hier noch diese zwei Shops. Ah, hier hinten könnten wir noch eine Toilette bauen. Toilets. Und jetzt haben wir da, jetzt fehlt eigentlich noch den ATM. Gut, brauchen wir hier nicht. Eine Information, First Aid. Wo könnten wir die hinstellen? Nein, ich denke, das passt so. Mehr Shops braucht es eigentlich nicht, weil das Ganze wird ja dann wirklich eigentlich mehr ein Weinberg und so. Und ja, jetzt muss ich mir mal Gedanken machen, wie wir das mit diesem Weinberg machen wollen. Ich habe mir da noch nicht so viele Gedanken gemacht. Ich weiß, es hat hier zum Beispiel hat so Reben. Sieht man. Die sind eigentlich sehr schön. Die kann man wirklich eigentlich an das Gestell, an das Holzgestell, wo dann die Reben sind, kann man die ranpflanzen. Hier gibt es das Ganze auch noch etwas größer. Ich will mal sagen, die Bäume, ich muss jetzt zuerst mal, Wooden Planks finden, also Holzbretter. Ne? Und mit diesen Holzbrettern können wir dann, oder wir könnten es mit der Leiter machen. Zwei Pfosten und dann die Leiter dazwischen und dann die Büsche dranhängen. Ja, ich denke, das könnte hinhauen. Jetzt muss ich aber noch schauen, wo haben wir diese Props? Driftwood Plank. Das ist eben nur eine Plank, ne? Irgendwo muss doch da noch. Das ist auch bei den Buildings. Müssen wir mal schauen. Kosten. Decorations vielleicht. Nein. Doors and Windows ist es sicher auch nicht. Nein, bei den Wall. Vielleicht ist es bei den Wall Pieces. Muss jetzt mal schnell schauen. Wir brauchen ja Holz. Holz haben wir hier. Wooden Column oder Wooden Column. Wie sieht das aus? Ah. Jetzt das. Das sieht dann aber schon wieder. Oder Wooden Post. Ja, der ist besser. Jetzt machen wir das mal. Machen wir das mal so. So. Und so. Ja, das ist zu fest. Ja, vorbei. Engelsnip.
wir jetzt das so machen und dann so, und jetzt können wir hier die Bäume so, das sieht ja eigentlich schon mal so nicht schlecht aus, würde ich sagen. Ne? Jetzt, wenn ich das da mit diesem Multi-Selection-Tool mache, jawohl, Move, jetzt kann ich das ja moven. Ne? Jetzt kann ich den Angle-Snap wieder rausnehmen. Und jetzt kann ich das ja moven und kann das eigentlich zum Beispiel so platzieren. Jetzt machen wir hier mal eine ganze Reihe. Gut, ich muss es jetzt als Blueprint speichern, New Blueprint, nennen wir das wir nennen das Reben, Weinreben. Gut, Create. Aha. Wunderbare Weinreben. So, und wie ihr jetzt gesehen habt, so kann man eigentlich dann auch Weinreben oder einen Blueprint herstellen. Jetzt ist natürlich Scenery. Ich habe es doch hier bei meinen Blueprints, oder? Ah, sind jetzt die... Ah, der ist hier, glaube ich, zumindest. Hä? Wo ist er jetzt hin? Oder ist er bei Building? My Blueprints müsste der doch jetzt sein. My Scenery. Oh oh. Das ist natürlich jetzt ganz toll. Wo hat es den hingespeichert? Das ist natürlich jetzt scheiße, wenn ich den nicht mehr finde, oder? Das ist natürlich toll. Hast du klasse gemacht, Jay. Eigentlich möchte ich das Ganze ja nur einfach kopieren. Jetzt, wieso kann ich denn das nicht mehr? Das müsste eigentlich, geht das ziemlich einfach. Eigentlich. Advanced. Jetzt. Build. Ja, aber ich will es ja kopieren. Es geht nicht. Wo hat es denn? Ja, die Weinreben, ja. Ich habe den doch gemacht. Ja, und wo ist der? Wo ist dieser Blueprint? Ich muss ihn doch... Ah, hier. Ah, so.
Jetzt kann ich diesen Blueprint natürlich immer wieder kopieren und kann das dann so schön hier hinsetzen. Und so kriegen wir jetzt unseren Weinberg. Jetzt mache ich das bis hier vorne hin. Und den auch ja mal drehen, dann sieht es ein bisschen anders aus, ein bisschen zumindest. So, next. Ja, und wie man sieht, also diese Detailarbeiten. Ist, dank der Blueprints ist es natürlich schon einiges einfacher, geht auch schneller, aber man muss sie natürlich zuerst noch machen. Aber gut, eben im Workshop gibt es so viele Blueprints, es gibt so viele coole, wirklich coole Sachen im Workshop. Da müsst ihr unbedingt, müsst ihr da reinschauen. Also die Community ist hier unermüdlich, die erstellen da tausende von wirklich coolen Sachen. Es gibt auch ziemlich komische Sachen, aber es gibt wirklich auch sehr viele schöne Blueprints von Gebäuden, von Scenery-Items, von vor allem, also von wirklich allem. Und das Krasse ist wirklich, es gibt es ist natürlich der Fantasie, es sind keine Grenzen gesetzt. Die Grenze ist die eigene Fantasie. Das habe ich ja schon in ein paar Folgen so gesagt. Und es ist natürlich schon so, wenn man viel Fantasie hat, dann kann man mit den verschiedensten Teilen wirklich sehr schöne Sachen machen. Und auf die Idee muss man dann aber zuerst noch kommen. Ich zum Beispiel komme nicht immer auf diese Ideen. So, jetzt haben wir hier mal diese Weinreben. Können wir natürlich noch ein bisschen Büsche pflanzen hier, damit das Ganze etwas nicht so geordnet daherkommt. Bushes. So, können wir hier auch das Terrain noch ein bisschen anders gestalten. So, und jetzt sieht auch das schon ganz anders aus noch als zu Beginn hier mit diesen Weinreben. Und jetzt werden wir die hier auch noch weiter so ziehen. Jetzt werde ich hier aber noch zuerst ein paar Felsen hinstellen. Kann man natürlich auch hier noch zum Beispiel einen Stein. Wir wollen natürlich hier die Steine haben. Ja. Oh, das ist natürlich der große Stein. Der große Stein. Auf diesen Steinen können Sie bauen. Schwäbisch Hall. So, dann geht hier die Straße hoch. Jetzt können wir auch, wenn wir gerade schon dran sind, können wir hier noch Lamps. Und ich würde sagen, wir machen hier Fackeln.
die Fackeln gefallen mir sehr gut und passen irgendwie auch in diese Stimmung hier. Hier schönes Fackellicht. Da haben die Zuschauer, die Besucher haben da natürlich Freude daran, wenn es hier überall schönes Licht gibt. Hier oben noch. Da weiß ich noch nicht, wie ich das Haus genau bauen werde. So, haben wir doch schon mal ein bisschen Licht hier verbaut. Und da würde ich sagen, machen wir jetzt weiter mit den, so, mit den Reben. Was ist eine gute Höhe? Kann es ja immer noch wieder umstellen. Ja, ich denke, das ist gut. So von den Personen her. Ja, ist tipptopp so. Sieht man dann auch von der Höhe her, dass das Ganze irgendwie passt, ne? Jetzt muss ich hier wieder den. So. Jetzt können wir da noch weiter nach hinten. Und das sind jetzt wirklich sehr simple Reben, muss ich jetzt sagen. Ihr habt ja gesehen, die habe ich wirklich sehr schnell erstellt. Aber das ist das Schöne an diesen Blueprints, die kann man ja auf dem Steam Workshop teilen, also auf dem Steam-Netzwerk kann man die teilen. Und ich würde sagen, wenn ihr die gerne haben wollt, weil ihr findet AJ, auch wenn sie simpel sind, sie sind einfach und sie sind schön, dann lasst es mich doch in den Comments wissen. Dann werde ich die natürlich auf dem Steam Workshop freigeben. Dann kann sie jeder verwenden. Ich behalte nichts für mich. Das ist alles Open Source sozusagen. Also wenn ihr die haben wollt, lasst es mich wissen in den Comments. Und dann werde ich die freischalten und euch das dann auch mitteilen, wenn die im Shop, im Workshop erhältlich sind. Absolut kein Problem. So, und jetzt sieht man auch hier, jetzt haben wir doch schon mal schöne zwei Reihen hier von diesen wirklich schönen Reben gepflanzt. Und so sieht jetzt natürlich unser Garten, dieser Hang, schon viel belebter aus. Und jetzt werde ich danach auch noch hier welche Pflanzen, die werden wir dann in einer späteren Folge, werden wir hier noch pflanzen und auch hier noch zwei, drei und hier hinten noch und hier oben noch und ja, auch hier oben noch, weil dann wirkt das Ganze wirklich dann auch komplett.
Und dann ist es wirklich ein schöner, großer Weinberg. Und wie man jetzt auch sieht, wenn man hier von diesem Weinberg nach hinten schaut, sehen natürlich nur wir in der Zuschauer, in der Vogelperspektive hier hinten das schöne italienische Restaurant mit den vielen Reben. Dort kann man dann den hier angebauten Wein gibt es da hinten natürlich für unsere Besucher zu trinken. Ja, das war es bereits schon wieder von mir. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei diesem kleinen Anfang des Weinberges und ich hoffe, ihr schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn es weitergeht hier mit unserer großen Gartenanlage. In diesem Sinne, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!